Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Mal eine neue Reihe. Ich möchte mich hier jetzt mit den Metro-Style-Apps beschäftigen. Windows 7 kennt ja nur diese ganz klassische Startoberfläche. In Windows 8 wird es eine neue geben, die sich Metro-Style nennt. Also das hier wird so euer Startscreen sein und dann habt ihr hier diese Metro-Style-Apps. Im Windows Phone heißen sie Livetails. Und die habt ihr dann sofort zur Verfügung. Und die sollen wohl per Touchscreen ganz gut bedienbar sein. Und natürlich auch mit der Maus. So, hier können wir uns eben mal angucken. Das Windows 8 sieht natürlich auch ein bisschen anders aus. Hier haben wir dann die Ribbon-Oberfläche auch komplett im Explorer drin. Hier haben wir sie noch nicht. Kommt vielleicht noch. Und so von den Farben scheint hier alles ein bisschen reduziert zu sein. So, hier, das ist so eure Hauptressource, wenn ihr anfangen wollt, Metro-Style-Apps zu programmieren. Windows-Apps Default in der MSDN, zurzeit nur auf Englisch verfügbar. Und hier, das sind im Prinzip so die drei Schritte, die interessant sind. Hier sind jetzt noch irgendwie weitere Neuigkeiten, die uns aber jetzt gerade nicht interessieren, sondern das erste, was wir brauchen, ist erstmal Windows 8. Und da haben wir hier verschiedene Downloads zur Verfügung. Einmal die Windows 8 Developer Preview, US Developer Tools English in 64-Bit. Dann Windows 8 ohne Developer Tools in 64-Bit und Windows 8 ohne Developer Tools 32-Bit. Ich habe mich jetzt hier für diesen Download entschieden. Da ist drin das Windows 8 64-Bit, Windows SDK von Metro Style Apps, das ist das, was uns interessiert. Um die programmieren zu können, brauchen wir Microsoft Visual Studio 11 Express for Windows 8 Developer Preview. Und ja, okay, Microsoft Expression Blend 5 werden wir uns wahrscheinlich nicht anschauen. Ist aber gut, wenn ihr die Metro-Apps wirklich durchstylen wollt. So, und ganz wichtig, 28 Beispiele. So, ihr könnt hier dann auf Download klicken und dann bekommt ihr diese 4,8 GB große Datei. Das dauert jetzt bei mir hier 22 Minuten. Ich breche das auch mal ab. Und währenddessen ihr das macht, ist es eigentlich ganz gut, euch hier jetzt mal ein bisschen durchzulesen, was macht man und wie legt man los. Okay, also hier sehen wir jetzt so eine Einführung, was können wir alles machen? Ja, wir können HTML5 und CS3 mit JavaScript verwenden oder halt unsere Sprachen wie C++, C#, Visual Basic wird wahrscheinlich auch gehen. Ja. Und das Ganze ist dann hier XAML-basiert. Die Leute, die meine Tutorials regelmäßig schauen, die werden schon einen ganz guten Überblick über WPF haben. Und für die, die es nicht haben, die werden dann wahrscheinlich HTML5 benutzen wollen. So. Dann hier, ja, da waren wir schon. Download gestartet. Und hier jetzt mal so ein paar Hello World Beispiele. Okay, wir haben jetzt hier eine ganz normale HTML5 Webseite. Doctype wurde ja verkürzt. Daran erkennt man das. Dann Metadaten, ist okay. Hier die CSS ist eingebaut worden. Dann ein JavaScript und noch ein JavaScript und noch eine CSS-Datei und noch ein JavaScript. So, und das sind offensichtlich dann hier die Referenzen, die für die ihr selber programmieren müsst und die gibt es wahrscheinlich schon.
Nee, das ist jetzt hier Windows JavaScript References und WinWeb App 1 References. Naja gut, wir werden wahrscheinlich sehen, was dahinter sich dahinter verbirgt. So, wir haben den Body mit einem Button und dann hier ein Paragraph, wo ein Text reinkommen soll. Okay. So, die OnClick. So, dann haben wir hier ein Document Event Listener. Click ist klar. Und wir wollen dann hier in den Paragraph Hello Windows Metro Style Apps with JavaScript haben. Ja, ist jetzt irgendwie doof. Man findet jetzt nicht genau raus, wo dieses JavaScript hinterlegt wird. Aber okay. Finden wir dann im nächsten Video raus, wenn wir die Beispiele installiert haben. Im nächsten Video noch ganz kurz werde ich das Windows 8 einmal virtuell installieren. Wenn ihr das auch machen wollt, da gibt es einen Blog-Eintrag hier Running Windows 8 Developer Preview in Virtual Environment. Und ganz lustig ist, also es funktioniert dann virtuell, wenn ihr ein Hyper-V unter Windows 8 installiert habt. Lustig, dann könnt ihr ein virtuelles Windows 8 unter Windows 8 installieren. Ja, haben wir nicht. Fällt jetzt aus. Windows Server 2008 R2 kann man machen. Ich habe jetzt aber gerade keinen am Laufen, also jedenfalls keinen, den ich dafür missbrauchen würde. Und gut, dann haben wir hier die VMware Workstation 8.0. Die läuft. Und dann die VirtualBox, die ich mal ausprobieren werde. Ja, dummerweise funktioniert der Virtual PC nicht. Der Virtual Server funktioniert auch nicht. Windows 7 XP Mode funktioniert auch nicht. Und ja, VMware Workstation 7.0 funktioniert auch nicht. So, ihr solltet euch das hier komplett mal durchlesen. Die empfohlene Version ist hier ein Dual Boot zu installieren, weil Microsoft offenbar befürchtet, dass ja, der Genuss von Windows 8 geschmälert werden würde, wenn man das Ganze virtuell installiert. Ich bin jetzt aber mal frohen Mutes, dass mein Rechner heftig genug drauf ist, um das zu verkraften. Und ich gehe mal davon aus, dass das bei euch auch der Fall sein wird. Wenn nicht, so ein Dual Boot, hier Lifehacker-Artikel on how to set up a Dual Boot, könnt ihr euch auch mal durchlesen, macht auch Sinn. Kennt viele Leute, die das für Linux haben. So. Im Prinzip ist das jetzt hier, womit wir uns dann in den nächsten Videos beschäftigen wollen. Wie macht man ja XAML-Anwendungen für unsere Metro-Style-Apps? Wir sehen im Prinzip hier, wir haben ein User Control, das steht normalerweise Window bei unseren WPF-Anwendungen. Ich gehe mal stark davon aus, dass dieses Custom User Control hier noch einen wohlklingenderen Namen bekommen wird. Und ansonsten haben wir jetzt hier ein Grid, dann die Row Definitions und das war's schon. Das heißt, im Prinzip hätte man hier jetzt auch ein Stack Panel benutzen können. Warum das hier nicht gemacht worden ist, weiß ich nicht. Aber das hat wahrscheinlich dann. Nö, auch nicht. Okay, also wir haben oben einen Button und darunter eine Textbox und wenn wir den Button klicken, dann Hello Windows Metro Style Apps with XAML. Gut. Hier müssen wir uns jetzt entscheiden, was wollen wir machen? Machen wir mit JavaScript, C++, C Sharp oder Visual Basic. Building your first Metro Style Game with C++. Da gehe ich mal stark davon aus, dass wir dann hier jetzt eine DirectX 11 Unterstützung mit haben. Wir können mal schnell reinschauen. Ja. Okay, welche Version sehe ich jetzt hier auf Anhieb nicht. Aber gut, interessiert uns jetzt auch nicht. So, C Sharp. Ganz interessant, okay, also wir haben jetzt hier Hello World, das haben wir ja schon mitgemacht.
wie man das Ganze im Visual Studio macht. Capabilities kennt man von der Handyprogrammierung. Getting data into an app. Okay, hier Feed Data kennt ja auch schon im Prinzip meine XML-Tutorials. Da haben wir das gemacht. Hier gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass hier ein XML-Feed gelesen wird mit Syndication. App Layout. Controls, also was haben wir hier? Buttons and Selection Controls, Text, Data and Web Views, Graphics, Images, Adding Controls to the Block Reader. Hier das Web View Control. Angeblich soll das genauso leistungsstark sein wie der Internet Explorer, was wahrscheinlich dazu führen wird, dass ganz viele Leute irgendwie Metro-Style-Apps programmieren, die so eine Art Iframe-Funktion haben. So, okay, Binding Data to UI, formatieren und anzeigen in der WebView. Ja, okay. Ah, nee, das, ah, hier haben sie, wie ich eben schon sagte, dann umgebaut. Da ist jetzt ein Stack Panel, was auch irgendwie ein bisschen mehr Sinn macht. Also gleicher Aufbau, einmal Button. Textbox und hier jetzt unser Namespace Hello World, die Partial Class Main Page. Das hier ist schon anders. Also, das hier ist dann jetzt echt mal so ein bisschen, ja, das ist eigentlich ähnlicher zum ASPX als wie zu den Windows Forms, ach, zu dem WPF. Gut, Komponenten werden initialisiert in der Main Page. Und ja gut, da stand dann halt früher immer irgendwie Main Window. Und ich denke mal, dann wird das hier auch irgendwie ein Page Control werden. So, gut, hier dann wird der Text zugewiesen. Über ein geroutetes Event. Soweit nichts Neues. Gut, Visual Basic. Im Prinzip das gleiche. Und C++ auch das gleiche. Also hier diese Doppelpunkte sind im Prinzip so wie die Punkte im C-Sharp. Und das hier ist eine Eigenschaftszuweisung. So. Okay. Das ist jetzt auch noch interessant für uns. Wie machen wir das? File New Project. Aha, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann Install Pane. Sprache auswählen. Und dann Metro Style App. Okay. Wo haben wir sie? So wird das dann aussehen. Gut. Ja, was für Files wird es da geben, Assembly-Info, Package. Naja, also diese Paketierung, das ist, wird jetzt momentan viel gemacht. Das scheint mir dann irgendwie so für die Veröffentlichung auch wichtig zu sein. Gut, dann haben wir nochmal einen Ordner mit Bildern. Dann XAML-Dateien. Mainpage.xaml. Okay, Header-File. Aber das ist jetzt hier nur C++ spezifisch. Okay, Capabilities ist auch wichtig. Am besten einfach immer alle schnappen. Nein, natürlich nicht. Okay, also ihr könnt hier sagen, wir brauchen einen Internet-Client, wir brauchen Internet-Client-Server, Private Network-Client-Server, Documents-Library, Pictures-Library, Videos-Library, Music-Library, jeweils ob ihr jetzt irgendwie einen Videoplayer, Musikplayer oder hier irgendwas, was ja, Daten im Netzwerk anzeigen soll. Hier ist es wahrscheinlich inklusive Daten hochladen.
Und hier, ich denke, das ist, werdet ihr fast immer brauchen, wenn ihr irgendwie XML-Daten parsen wollt. Dann, okay, hier jetzt nochmal auf Flash-Speicher zugreifen. Ja, okay, Mikrofon, Webcam, SMS. Okay, das heißt, wahrscheinlich kann ich SMS dann auch irgendwann mit meinem Computer verschicken. Interessant. Na gut, macht Sinn, wenn ich ein Netbook habe, der eh eine UMTS-Verbindung hat. Proximity sagt mir jetzt gar nichts. Nearfield Communication, okay, das wird dann wahrscheinlich Bluetooth sein und sowas. Und ja, wir hatten schon eben gelesen, das muss dann in eine Konfigurationsdatei geschrieben werden, die ja doch so ähnlich aussehen wie so eine Web.config oder sowas. So Getting Data, so Create a Custom Data Class, Retrieve an RSS Feed. Okay, ah ja, hier Web Syndication. Also das könnt ihr auch mal ausprobieren. Also diese Syndication, die funktioniert ganz cool. Zum Beispiel nehmt ihr euch dann, weiß nicht, die RSS Feeds vom YouTube und dann sagt ihr einfach nur, na, okay, wir haben jetzt hier die observierbare Collection. Also da kann dann automatisch, wenn da irgendwas passiert, kann dann ein Event gefeuert werden. Also ihr habt dann so ein Beobachterschema und der Beobachter beobachtet dann euer Objekt und wenn sich da was verändert, dann könnt ihr wahrscheinlich anzeigen auf der Metro Style App, ja, da gibt es eine neue Nachricht. Okay, dann haben wir Titel, Autor, Content, Pubdate. Sind so die Standardfelder, die ich in so einem RSS-Feed drin habe. C++ scheint deutlich aufwendiger zu sein. Oh ja. So, was machen wir hier? Okay, also Feed-URL als URI, den Syndication-Client und dem Syndication-Feed geben wir dann die Feed-URL. Und ja, was macht dieser Syndication-Feed? Der Syndication-Feed parst ein XML-Dokument so, dass ihr danach eine objektorientierte Struktur habt. Also ihr könnt dann wirklich sagen, feed.title und der Title ist dann eine Eigenschaft von dem Feed-Objekt. Und vorher war das ein XML-Dokument, was Title hieß und da stand halt wirklich der Titel drin. So, und dann könnt ihr euch den Text daraus holen und natürlich auch die Werte der Attribute. So, dann hier für jedes Item. Jedes Item hat dann nochmal ein Title, ein Publish Date und ein Autor. Das wird wahrscheinlich sich jetzt hier irgendwie um Blog-Einträge oder sowas handeln. Und wir schauen da gleich nochmal weiter. So, ja, das wird sich hier wohl um Blog-Eintrag handeln. Wir haben dann Title, Publish, Authors. Hier, die sind dann als Array. Offensichtlich kann man hier dann, das da sind Attribute. Also hier wird jetzt das erste Attribut von dem Element Autor sich geholt. Keine Ahnung, was da drin steht. Die scheint es zu wissen. Offensichtlich ist es Syndication und kein Streamreader. Ansonsten würde hier geflasht werden. Aber gut, der Try-Catch wird natürlich gemacht. Falls jetzt keine Internetverbindung oder sowas existiert, sollte man vielleicht dann auch, wenn man sowas macht, vorher mal prüfen, gibt es Internet. Ich weiß es nicht.
So. Also stelle ich mir ja ein bisschen bescheuert vor, wenn ich jetzt irgendwie so mit meinem Netbook da mein Windows 8 starte, dann muss ich ja erstmal die Verbindung zum Internet aufbauen. Da wäre es dann wahrscheinlich echt schlauer, wenn ihr hier an der Stelle dann noch irgendwie vorher fragt, gibt es überhaupt Internet? Und wenn nicht, dann zeigt ihr irgendwie das euer Logo an. Aber gut. So, hier dann jetzt die Feed-Datei. Welche Dateiendung die hat, spielt ja sowieso keine Rolle. Hauptsache in den Metadaten steht drin, was es ist. Und offensichtlich war es das schon. Okay, jetzt hier nochmal Layout und XAML. Also ja, es ist ein Block mit, okay, der Content, dann der Autor, Title und Publishing Date. Und wie haben sie das gemacht? Ein Grid, zwei Rows, also einmal links, rechts. Dann gehe ich jetzt mal. Na, 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 na. List View. Okay. Und hier jetzt nochmal zwei. Ah, einmal hier für die Überschrift. Und dann die zweite Zeile für den eigentlichen Post. Ja, kann man so machen, ne? Ich hätte jetzt hier wahrscheinlich eher zwei Stackpanel benutzt. Textblock und hier ein Label und da ein Stackpanel. Aber okay. Mit dem Beispiel haben sie dann so ziemlich alle UI-Elemente gezeigt, die wir hier verwenden dürfen. Ja, okay, das ist jetzt hier so WPF-Standardkram, wie man hier die Breite, Minimum und dann mit Sternchen, dass das Ganze automatisch geht. Margin habe ich hier in meinem Container Tutorial erklärt. Adding Controls and Content. Ja, okay. Click me. Und was machen wir dann? Enter your name. Textblock, Textblock. Und eine Ellipse. Image Source. Da kommt ein Stackpanel. Ach so, okay. Okay. Binding Data. Ist hier relativ easy. Ihr könnt jetzt hier einfach nur Text, Binding, Path, Title sagen und das war's im Prinzip schon. Und ich meine, das ist so das, was WPF im Grunde auch ausmacht, ne? Also das eben haben wir die C-Sharp-Entwicklung gemacht und jetzt halt erstmal das WPF-Layout und hier wird jetzt werden die Feed-Daten an die UI gebunden. So. Okay, Data Template ist jetzt auch nichts Neues. Irgendwas Interessantes hier noch in dem Dokument. Ja, der WebView. Feed Item Content. Das ist dann offensichtlich direkt die Webseite. So, und dann wären wir jetzt hier erstmal durch mit dem ersten Einstieg. Und wie gesagt, im nächsten Video werden wir dann das Windows 8 mal installieren, virtuell in der VirtualBox. Und dann beschäftigen wir uns mal mit dem Programmieren von solchen Metro-Style-Apps. Bis dann.
Ich bin raus. Tschüss.